Wir sind hier auf dem Weihnachtsmarkt in Kapfenberg bei der Kreativwerkstatt von Renate Denk. Und nicht die Renate ist heute im Stand da für uns, sondern DJ Party Hirsch Peter Kössenberger. Und den werden wir jetzt mal besuchen. Peter, grüß dich. Schön, dass du da bist und danke für den Empfang. Gerne, gerne, liebe Jenny. Heute bin ich leider alleine hier. Meine Frau ist heute nicht hier. Wir machen da alles selbstgemachte Sachen. Zum Beispiel so ein Glas mit Weihnachtsengel, dann gestricktes mit eine Lederhose mit Bier. Bier mit Hose. Mit Hose, eine Hose mit Bier. Und wir haben eben schon probiert, es gibt richtig leckeren Apfel-Zimt-Likör, oder? Das zeige ich dir. Oh ja, sehr gerne. Wir haben da einen Apfelstrudel, selbst kreiert, mit Wodka, Apfel, Zimt. Mehr verrate ich nicht. Okay, ja, da kannst du gleich einen für uns zurückstellen. Ich glaube, dass der Wolfi, der hinter der Kamera steht, sicherlich auch gerne davon nochmal kostet zu Hause. Ich glaube schon. Ja, du bist als DJ auch viel unterwegs, richtig? Ja, sehr viel. Ja, heuer wo überall? In der Steiermark, Salzburg, Kärnten, Wien. Deutschland fällt noch ein wenig, aber vielleicht kommt's. Ja, also an alle deutschen Zuschauer, DJ Party Hirsch Peter ist natürlich auch in Deutschland buchbar und überall in der Welt, oder? So ist es. Wir fahren überall hin. Du hast auch eine gemeinsame Vergangenheit mit unserem Wolfgang. Erzähl mal, was war denn da los? Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich war als Techniker mit bei Herz-Tattoo. 3 Jahre, 4 Jahre. Das war die schönste Zeit von mir. Oh, das klingt schön. Was hast du denn so erlebt? Was ist denn so die coolste Geschichte, die du mit dem Christian und mit dem Wolfi gemeinsam mal erlebt hast bei Herz-Tattoo? Das kann ich leider hier nicht beantworten, liebe Jenny. Okay, aber ihr habt viel Spaß gehabt. Ihr wart in Deutschland unterwegs, in Österreich und sonst wo. Aber war immer alles gut, ne? Es war eine wirklich wunderschöne Zeit. Ich sage nicht mehr dazu. Wie findest du denn den Weihnachtsmarkt hier in Kapfenberg? Super toll, muss ich sagen. Sehr viel Lichter sind hier. Viele Leute. Es ist echt super. Wie schmeckt denn hier der Glühwein? Der Glühwein ist der beste in Kapfenberg. Da muss ja jeder her. Super, super. Was macht ihr denn am liebsten, um in Weihnachtsstimmung zu kommen? Auf den Christkindlmarkt gehen. Und am liebsten zu welchem? In Kapfenberg. Das ist der Beste. Ja. Hast du schon was eingekauft hier in Kapfenberg auf dem Weihnachtsmarkt? Na, ich habe mal durchgeschaut und die selbstgemachten Sachen sowie die gestrickten Sachen sind voll toll. Wir haben gehört, es gibt hier den besten Glühwein der Region und ihr macht das für einen guten Zweck. Erzähl doch mal. Genau, also bei uns, wir stehen da am Stand, das sind die Lions, die Männer, also das ist eine Vereinigung und die Soroptimisten, das sind die Frauenvereinigungen und wir stehen da am Stand und das ist dann alles, was hier getrunken wird, das wird gespendet für einen guten Zweck. Für eine Familie in Not kommt das dann da in Kapfenberg. Und in Bruck stehen wir natürlich auch und da wird es in Brucker Familie dann unterstützt mit dem Geld. Ihr macht hier Kerzen selbst aus Bienenwachs? Ja, das ist 100% reines Bienenwachs. Wir haben die Formen, wir gießen das selber. Wir haben da Glücksbringer, Weihnachtssets, für jeden Anlass etwas dabei. Was ist das Besondere an Bienenwachs? Bienenwachs ist ein 100%iges Naturprodukt. Wir kaufen das aus der Südsteiermark. Da ist kein Palmöl oder so, wie es im Stearin oder so da dabei ist. Und das haben wir uns für Bienenwachs entschieden, weil es eben Natur ist. Isea kommen mit allen großen Hits zum ersten Kaiser Rau Open Air am Samstag, 5. August 2023 am Festgelände auf der Kaiser Rau bei Admont. Vorverkaufskarten gibt es in allen Reike-Filialen, Traffic Plus und allen Ü-Ticket-Vorverkaufsstellen. Veranstaltungsinfos unter www.media-com.at. MEMA TV präsentiert die Starweihnacht.
am 18. Dezember im Weihnachtsdorf Bruck an der Mur. Mit dem Gesangsverein St. Marein, Marc André, Bernd Kurek, Sven Gilbert, den Kapfenberger Gospelsingers und vielen mehr. 18. Dezember, Hauptplatz Bruck an der Mur. Beim ersten Date schmusen? Geht sicher. Wieder im Team miteinander arbeiten. Gott sicher. Endlich wieder Besuch. Geht sicher. Gemeinsam auf der Gewinnerseite sein. Geht sicher. Wieder sorgenfrei miteinander spülen. Geht sicher. Gemeinsam geimpft. Bruck an der Mur holt sich jetzt die Auffrischung. Ohne Termin impfen in der Brucker Impfstraße in der Mittergasse 19. Damit die Gemeinsamkeit wieder sicher ist, lassen wir uns impfen. Mehr auf gemeinsamgeimpft.at. Wenn ich oben am Gipfel steh und die Freiheit tut so richtig weh. Bald geht's los. Das große Ski-Opening auf der Brunnalm Hohe Veitsch am 17. Dezember. Mit DJ und Hanna live. Los geht's um 11.30 Uhr am Nachmittag. Großes Kinderprogramm. 17. Dezember, Brunnalm Hohe Veitsch. Der Eintritt ist frei. Ich stehe auf dich. Für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. Meinbezirk.at. Mediacon und Black Artist Entertainment präsentierten den Gospelchor des King of Pop Michael Jackson bei Wetten, dass, bekannt aus ZDF und ORF. Erleben Sie live 2023 die Golden Voices auf Gospel auf ihrer Europatournee mit neuer Show. Am Samstag, 14. Jänner im Volkshaus Kindberg. Golden Voices auf Gospel, original aus der USA und live in Österreich. Vorverkaufskarten in allen Reiker-Filialen und allen Ö-Ticket-Stellen. Weitere Infos unter www.media-con.at.